Jo, Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Holstein Kiel. Und das Trikot von Paderborn sieht ja mal richtig geil aus. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Also das würde ich nehmen. Das finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Sieht echt spitze aus. Also mir gefällt's. Ich würde es sofort nehmen. Controller, war das hier? Habe ich das jetzt hier eingestellt? Ich habe es nämlich in einer Folge mit Tottenham auch alles hier ein bisschen geändert. Ich glaube, Hilfe, Hilfe. Der Ball in Richtung manuell. Genau, Richtung des Spielers werden automatisch angepasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier genau richtig ist. Heber mit Hilfe, Paraden mit Hilfe. Ich hoffe, dass das jetzt hier richtig ist. Und wir wollen mal ein Spielchen wagen. Genau. Okay. Bin ich gespannt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit den neuen Einstellungen, die jetzt ein bisschen anders sind, glaube ich, wenn sie jetzt anders sind, hoffe ich das zumindest, ein bisschen besser gespielt habe. So. Also die Trikots für die schick, die Nummern und ja, die Nummern hätte ich noch ein bisschen anders dargestellt. Wir sind Platz 1 mit 3 Siegen, ein Unentschieden, 10 Punkte. Und oh ja, da hatte man mich eigentlich gefragt, ob ich nicht auf Weltklasse stellen kann. Ja. Mache ich das? Weiß ich noch nicht. Oh, das Trikot gefällt mir echt sehr gut. Wow, Spitze gerettet. Ich weiß es noch nicht, ob ich das mache. Ey! Mist. Also den hätte ich dann noch einen Tick schneller passen müssen. Fuki. Oh. Boah! Haut der das Ding darauf? Haut der das Ding darauf? Hallo, Freunde. Der alte Feißhammel. Mist. Ich habe nicht den richtigen Spieler so schnell gekriegt, um ihn da abzudecken. Da, plupp, ist er ganz alleine. Kacke. Damit steht es mal 1 zu 0 für Paderborn. Nach 7 Minuten. Oh, was für ein Fehler. Draufbleiben, drauf, drauf, drauf. Lass ihn ruhig im Abseits stehen. Ja, na schön. Ach Jungs, was macht ihr denn da? Ich will ihn da oben im Abseits stehen lassen, damit ich ihn unten angreifen kann. Plötzlich hebt das oben alles auf. Ich komme nicht hinterher, weil der andere dann abgehauen ist. Oh. 2 zu 0 nach 9 Minuten. Geht ja richtig gut los. Das wird hier unsere erste Niederlage. Und damit war es das mit Platz 1 in der Liga. Oh, Kacke. Also, das ist hier ein Spiel, was wir uns nicht erhofft haben. Aber die Hater. Die Hater haben sich das erhofft. Alter, seid ihr scheiße oder was? Schießt den Ball doch! Es ist doch nicht wirklich wahr. Also da bleibt der Ball da hängen. Weil da unsere Leute rumstehen. Scheiße. Verdammt, Mann. Ach du heiliger Bimbam. Jupp. Strehle ist auch wieder im Tor. Das ist ja unser Nummer 1. Unsere Numero Uno. Und ich habe gesehen, Holstein Kiel hat einen weiteren Torhüter aus Bayern irgendwie. Also nicht von Bayern München, sondern halt einfach aus seinem Geburtsort ist irgendwie Bayern. Also das Bundesland, woher er ist, glaube ich. Oder aus München. Er ist kein 1860 oder Bayern Münchner, glaube ich, gewesen. Aber halt an sich Münchner oder Bayer. Ich weiß es nicht. Ist ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Ihr wisst ja. Gehört ja beides zum selben Bundesland. Das eine ist das Bundesland, das andere ist eine Stadt. Mensch, so viel schon gelernt wieder.
Ganz cool bleiben. Oh, ich wollte mich gerade freuen. Dachte, das Ding geht rein. Kacke, ey. Wir liegen 2-0 schon zurück. Das gibt's ja nicht. Das gibt nicht. Das gibt nicht. Wunderbar. Unser. Nee. Okay. Also, da müssen wir jetzt nochmal nachlegen, ne? Also, irgendwie müssen wir es jetzt schaffen, die 2 Tore aufzuholen und wenigstens ein Unentschieden rauszuholen. Weil die haben es ja auch geschafft, innerhalb von wenigen Minuten. Ah, schon wieder in der Ecke. Ich krieg keinen Mann in der Mitte. Scheiße. Ich habe keinen in der Mitte gekriegt. Ich habe gewechselt wie ein Bekloppter. Mein Controller ist kaputt. Wieder mal. Ich kann nichts machen mehr. Ihr seht, dass der sich gerade in alle Richtungen dreht. Ich muss dem nochmal reconnecten. Weil, das irgendwie nicht läuft. Scheiße. Ja, also das Spiel kann ich wieder mal knicken. Kann ich nichts machen. Ich kann nichts machen. Mein scheiß Controller ist nicht einsatzfähig. Er funktioniert nicht. Schnell angestöpselt. Ich habe über Bluetooth den laufen gerade. USB-Gerät wurde nicht erkannt. Disconnect. Hallo. Ja, also, ich kann nicht anhalten. Und, hätte hier gerade fast wieder mal einen reingekriegt. Und ich wette, wenn ich jetzt Motion Joy kille, dann kriege ich einen Bluescreen. Aber es geht nicht anders. Ja, wir sehen uns dann, ne? Tschüss. Okay, es noch geht alles. Noch ist nichts abgestürzt. Ja. Ja, schade. Geht nicht mehr. Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn für eine Scheiße hier los? Ach komm. So. Ich setze fort. Musste das irgendwie. Geht gut los. Also, das ist scheiße. Sowas nervt mich. Da krieg ich total die Aggro. Wenn ich so behindert werde durch Controller. Ah, scheiße. Schlecht gespielt. Das nervt mich total. Weil ich, jetzt plötzlich nichts mehr machen konnte. Und jetzt kann ich auch nicht mehr gut spielen. Das Spiel ist gelaufen. Das ist echt Geschichte. 30 Minuten und das Spiel ist wirklich Geschichte. Ich kann nichts mehr machen. Das hat echt mental was damit zu tun. Wenn plötzlich dein Controller nicht mehr funktioniert und du dich darüber aufregst, dann kannst du gleich knicken. Ist echt vorbei. Kann ich auch praktisch schon aufgeben. Dann habe ich hier eine Niederlage mit 3-0. Komme ich nicht ran. Und ist in den Händen. Nee, das klappt nicht mehr. Also ich bin mental auf fick dich. Einfach auf fick dich, Rechner. Und wenn man schon so eingestellt ist, dann funktioniert es auch nicht mehr. Mit dem Spiel. Das ist echt eine mega krass mentale Sache. Aber gut, ich probiere es. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich verliere jetzt schon wieder diese Scheißpille. Ach Mann, kotzt das an. Die Stimmung ist im Arsch. Dass man echt so eine Probleme hat immer. Ja. Ich kann nichts machen. Es ist einfach scheiße. Ich spiele erst 2-0 scheiße. Und jetzt fickt mich mein Controller. Sagt scheiße. Ach, das ist Mist. Ich hatte gerade so einen super Lauf. So gut gespielt mit Tottenham. Jetzt hatte ich so mega krass Bock auf Holstein. Und jetzt fickt mich das Spiel einfach. Nicht nur das Spiel,
sondern mein ganzer PC. Ich kann nichts machen. Ich komm nicht an den Dings ran. Gar nichts. Ich kann nichts machen mehr. Also das Spiel fickt mich gerade. Richtig hart in den Arsch. Es macht mir gerade gar keinen Spaß. Es kotzt einfach an. Steht schön 3 zu 0. Haben die sich verdient? Er ist so super ungelenkig. Ja, scheiße. 3 zu 0, richtig weggefickt. Es nervt einfach. Eben gerade noch super Laune gehabt, darüber habe ich auch noch geredet im Let's Play. Mit Ansprüche an sich selbst, bla bla bla, leck mich doch, ey. Das nervt richtig hart. Aber das war echt, meine Stimme war super gut, ich habe mich voll gefreut auf dieses Let's Play gerade. Aber jetzt möchte ich nicht das Spiel neu laden, es ist ein bisschen für mich dann so wie Cheaten. Also es ist blöd einfach, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt breche ich ab und lade irgendwann neu und jetzt, oh, ich spiele es jetzt zum ersten Mal, hohoho, Mann, bin ich gut drauf. Das finde ich behindert, das finde ich einfach behindert. Ja, Ball ist drin und mein Controller wurde wieder abgeschissen. Da ist irgendwas kaputt. Da ist was kaputt. Mein Controller wird jetzt auch nicht erkannt. Oder doch? Besonders jetzt hier beim Torschuss. Also gut, das ist beim Tor passiert, aber... Es ist eine Scheiße, ey. Wie ist das Ding reingegangen? Auch noch so ungeschickt über den Keeper. 3 zu 1. Wir sind dabei, aber ich bin kacke drauf. Es kotzt mich einfach an. Ihr habt es auch gerade jetzt wieder gesehen, mein Controller war wieder weg. Ich muss gleich den Rechner neu starten. Das ist Mist, ey. Das ist so eine Scheiße. Das nervt mich. Ah, den Ball verloren. Ball zurückgespielt. Ah, verdammt. Vielleicht kann ich hier noch was rausholen. Aber wenn jetzt bei jedem Schuss von Gegner oder von mir der Ball, der Controller wieder abspastet, dann macht es keinen Spaß. Mist. Einfach abziehen. Ich habe schon gemerkt, oder ihr habt es auch gesehen, er wurde plötzlich mega langsam, weil er den Ball angenommen hat. Die Leute kamen da hinterher und ich wollte ihn eigentlich rechts oben reinschnipsen mit, oh, Mist. Das haben die nicht richtig. Mit einem angeschnittenen Schuss. Aber das ist nicht passiert. Er hat ihn eher weggeschossen. Ich habe vielleicht falsch gedrückt, keine Ahnung. Aber das Spiel ist vorbei für mich. 3 zu 1. Ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Aufgegeben habe ich das Spiel. Ich habe natürlich jetzt hier den Anschlusstreffer fast. So, Sheet. Ja. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier mal weiter Druck machen. Ja, schade, dass er den so lange angenommen hat. Er hätte sofort den abdrücken müssen. Hat ihn angenommen und dann... Also angenommen ist falsch gesagt. Also er hat ihn angestipselt und dann zum Torwart hingespielt. Annehmen sieht anders aus. Okay. Also die Kombination war schon okay. Ach, schön. Oh, faul, Schiedsrichter. Außerhalb des 16ers. Packt er sich zwar den Ball, aber er schießt mich ja weg. Das ist doch ein Foul.
Oder was? Na, vielleicht, weil er den Ball als erstes hat, aber der darf mich doch nicht so wegkicken, der bricht mir doch das Bein. Also, Schiri. Leute, ich weiß es nicht. Manchmal hat man Pech und dann hat man manchmal auch noch kein Glück. Oder man hat kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, wie war's? Das ärgert mich jetzt. Ist alles schlecht. Dambo ist fertig. Müssen wir Younes reinholen. Für Schied, Haider. So, und Emre Can. Für Danneberg. Otaldo kann auch nicht mehr, aber Spiel fortsetzen. 3:1 hier. Es gibt Ecke. Und endlich geht mein Controller auch hier wieder. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht wechseln konnte. So, erstmal weg mit der Pille. 72 Minuten. Eigentlich keine Zeit mehr, hier noch 2 Tore zu schießen. Eigentlich ist noch Zeit, aber weil ich mich ja kenne, dass ich das nicht hinkriege jetzt mehr in dieser Situation, in diesem Zustand der Resignation. Nein, nein, scheiße, zu hart gedrückt. Das war meiner. Hat er sich den nächsten rausgesucht. Eigentlich hätte er direkt den nächsten da vor sich nehmen müssen. Der war zu hart gespielt. Nicht mehr viel Zeit haben wir. Ah, Mist. Es hätte so schön sein können, dieses Spiel. Otaldo. Ah, der Schiri. Der hat was gegen uns jetzt. 3:1. Mist, ey. Was ist das denn hier für eine Show? Strehle. Was gibt es? Abstoß. Gut. Wenigstens das. Irgendwie läuft es nicht so gut. Ich hätte die vielleicht auch nicht für ihr Trikot loben sollen oder sowas. Alter Schwede. Das hast du noch nicht gesehen. Guckt es euch an. Ich bin sprachlos. 4:1. Die mega krasse Niederlage. Also davon müssen wir uns erstmal erholen. Das tut sau weh. Ja, scheiße mich an. Keine Möglichkeit. Mist, da war die Chance doch. 88. Minute, ja, wir liegen echt so hart zurück. In die Mitte. Wenigstens das. Marc Haider. Ach du meine Güte, 4:2. Alter, was eine fette Niederlage. Und nein, ich glaube nicht, dass wir auf Weltklasse spielen werden. Oh, 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 das hat wehgetan. Richtige Demütigung. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie das Schlimmste verhindern. 90. Minute, ey. Ihr spielt hier auch noch herum. Der Gegner ist stark, obwohl ich den nicht so stark eingeschätzt hatte. Ja, dann ist vorbei. 4:2. Und es ist zwar behindert, das zu sagen, aber ich muss auch den Controller Schuld geben. Der funktioniert ja einfach nicht. Ich denke mal, das war ein bisschen mit der Grund, warum wir die ersten beiden Tore reingekriegt haben. Ich mag es mir gar nicht erst angucken, die Ergebnisse.
Ach. Ja. Hartmann ist unglücklich. Wir. Oh shit. Ich habe mich gelobt, ich wollte mich eigentlich motivieren. So, wir spielen jetzt gegen VfL Bochum und Formation, schnelle Taktik. Was ist denn schnelle Taktik? Weisen deinen Controller Taktiken zu und setze sie im Spiel ein. Ja, nee. Kader. Eine Ladung Code. So, Younes auf links. Nee. Sehe ich ganz anders. Haben wir sonst noch irgendwie einen schnellen Spieler? Danneberg ist. Er hier, ne? Ja. Und Sheet bringen wir rein. So. Da haben wir drei Stürmer drin. Ja, meinetwegen. Vielleicht eigentlich noch ein IV am besten. Skora. Hartmann ist ganz schön schwach. Eigentlich würde ich auch gerne ihn reinstellen für den Anfang. Ja, doch, auf jeden Fall. Und damit bedanke ich mich bei euch. Es tut mir leid, dass es so schlecht läuft. Oder es einfach so Mist war. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge und bedanke mich bei euch, ja? Macht's gut. Tschüssi.